Und herzlich willkommen zu Kingdoms of Amalur mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Und ich wurde gefragt, ja, könnt ihr mir den Unterschied zwischen einem Geschöpf der Natur und einem Kind der Staubs, wie ihr eines seid, nennen? Ich habe keine Ahnung, es interessiert mich nicht. Wir Kinder der Natur kennen unseren Platz. Die Schwachen und die Mächtigen. Die Beute und die Jäger. Das Leben und der Tod. Alle dienen dem Kreislauf. So. Ihr Kinder des Staubs hingegen wisst nicht, wo ihr hingehört. Ihr kommt in unser Land. Ihr kommt, um euren Jägern zu begegnen. Und ihr wisst nicht, wann es Zeit ist, zu sterben. Ja, das macht mich nervös. Ich muss das mal rausfinden. Ich weiß nicht einmal, wer ihr seid. Ja, machen wir das so. Ihr werdet es herausfinden. Letztlich wird jeder Sterbliche die Macht Gadflos erkennen, des gesegneten Herolds, der barmherzigen Tiernoch. Alle Sterblichen vergehen. Selbst wenn einige von ihnen etwas widerspenstiger sind als andere. Das war aber laut. Mit Agat sprechen. Oh, eine Truhe. Mein Inventar ist voll. Zumindest werden euch die Tuatha jetzt nicht mehr ganz so leicht aufspüren können. Aber es scheint, als hättet ihr die Aufmerksamkeit ihres Königs Gadflo erregt. Wenn ihr irgendjemand anderes wärt, würde ich euch nahelegen, wegzulaufen und die nächsten paar Jahre nicht mehr anzuhalten. Aber ihr könntet vielleicht sogar eine Chance haben. Wie können wir sie bekämpfen? Ihr schlagt euch doch ganz gut. Zumindest bisher. Ihr habt sie hier geblendet. Und sie haben euch auch noch nicht getötet. Und so ungern ich es auch sage, ihr werdet Alun Shirs Angebot, euch zu helfen, annehmen müssen. Der Kodex des Schicksals dürfte einige Antworten für euch haben. Aha. Soweit ich weiß, habt ihr euch bereits im Haus der Balladen mit ihr getroffen. Aber es klingt, als wäre sie im Moment unsere einzige Spur. Gut. Indem du dein Schicksal auflöst, kannst du für einen bestimmten Preis alle deine aktuellen Fähigkeiten, Talente und Schicksale zurücksetzen. Du erhältst sämtliche investierten Punkte zurück und kannst sie deinen Vorstellungen entsprechend neu verteilen. Aufgelöste Schicksale 0. Schicksal auflösen. Das mache ich nicht. Ich habe mich einmal entschieden und dann bleibt das so. Auf diesem Weg müssten wir hier rauskommen. Oh, schön. Wo ist denn dieser Weg? Ah, ja. Da ist dieser Weg. Ich werde jetzt mal nach Gotta zu dieser Alchemistin. Ist das eine Heilerin? Weil das macht mich langsam ein wenig nervös. Oh. Da kann ich nicht runter, aber da kann ich runter. Ah. Der Bär schläft. Ich kann gar nichts nehmen. Ach, zum Kotzen. Was haben wir denn bei Plunder drin? Ah, den würde ich gern verkaufen. Ich muss mal mich mit dem großen Heiltrank. Einfache Mana-Verstärkung, einfache Schmiedekunst. Einfacher Blitzsturm. Wisst ihr was? Ich werde mich jetzt mal am Blitzschaden erhöht. Warst du der Einzige? Da hinten ist noch einer, damit sich das auch lohnt. Oh, da hat sie ihn zerlegt. So, damit dann... Und Mana ist jetzt auch weg, das ist gut. Blöd, ne? Großer, einfacher Mana-Trank reicht. So, jetzt habe ich zwei Tränke weg. Jetzt müsste ich wenigstens zwei Dinge mitnehmen können. Den Hammer des Tagesanbruch. Nein! Nein! Oh, ist das nervig.
Ich will nichts wegwerfen. Die Hammer behalte ich. Ah, na gut. Aufgeladenes Scepter, verbrühendes Scepter. So richtig bringen tut das hier nichts. Ah, Quatsch. Rüstung wollte ich rein. Die mit denen haben wir ja... Oh, guck mal, die bringen aber Geld. Die kann ich doch nicht wegwerfen. Geerdete Stiefel. Kann ich das jetzt nehmen? Nein, noch nicht. Accessoires. 8% mindestens 5% Feuerresistenz. Da habe ich ja Ritters um 30% mehr Leben, weil ich ja so ein Magie. Nee, Volltrefferschaden war das. So. Jetzt gehen wir mal. Nein, in den Plunder. Das tut mir richtig weh, aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich kann das doch hier nicht liegen lassen. Hier komme ich doch nie wieder hin. Einfacher Zauberplan. Hammer des Tages auch hoch. Den kann ich schon wieder nicht nehmen. Na gut, der ist auch nicht so wichtig. Jetzt will ich mal sehen. Hoffentlich hat sich das wenigstens gelohnt. Wo haben wir denn den Hammer des Tagesanbruchs? 61. Erdhammer. 5% Schaden bei Tag. Na gut, ich tue ihn da rein, aber ich werde ihn nicht... Ich werde ihn dann verkaufen. Kreuzritter ist oben. Na gut, die kann auch verkauft werden. So, ich wollte reisen. Reisen geht hiermit nach Gotthard. Gorhard. Das mit dem Heilen, ist das denn doch das Symbol da, dass ich krank bin? Ich... Hier war doch die... Geh mal rein. Alchemie. Ist sie nicht Heilerin? Auch? Nana? Benötigt ihr Vorräte? Dann versucht es im Laden. Ich weiß nicht, ob ich nach Karts Verrat je wieder einen neuen Lehrling aufnehmen werde. Ich das kann nur einkaufen. Plunder haben wir ihr verkauft. Die hat nur sowas und die verkauften Gegenstände. Beweist mal wieder, dass wir Gnome lieber unter unseresgleichen bleiben sollten. Ja, ade. Wiedersehen. Tschüss. Das ist eine Wache. Wo finde ich denn eine Heilerin? Meine Güte. Das müsste man doch anhand der Karte rauskriegen. Was haben wir denn hier? Da steht Heilung. Wo wird denn hier geheilt? Da vielleicht? Wartet mal. Oder ist das ein Wegweiser? Nee, das ist das, was es hier geben soll. Wer heilt mich denn hier? Wo bekomme ich Heilung? Da kann ich verkaufen. Hey! Ja. Vielleicht hier oben? Ach ja, bei ihr. Komm ich da ran jetzt? Kann ich euch helfen? Heilung. Genesung nicht verfügbar. Seid auf der Hut da draußen. Ist jetzt das Symbol weg? Hm. Nicht wirklich. Und was ist hier? Mit der kann ich auch reden. Seid gegrüßt, Fremder. Mir ist bewusst, dass ich mein Überleben euch zu verdanken habe. Ja, das kennen wir. Und dafür stehe ich in... Gut. Der haben wir ja geholfen. So, dann gucke ich mal... Hallo! ...draußen. Ob wir noch einen anderen Ort finden, wo ich geheilt werden kann. Klar, ich kann ja auf der Karte nachschauen. Hier ist nix.
Da gibt's auch Heilung in Dildenhill. Alchemie einkaufen. Dann machen wir das mal. Ich schau mal, wo wir jetzt die Heilung finden. Da muss ich... Ja? Da lang. In dem Gebäude dort oder in diesem? Guten Tag. In diesem hier. Kannst du Dank euch habe ich genug Pestschild für das ganze Dorf. Zumindest im Moment. Das ist schön. Wenn dieses Pestschild ausgeht, weiß ich nicht, wie es weiter... Nichts verfügbar. ...da gehen soll. Also das muss ich Ab mir merken. Ab mit euch. Auf, auf! Für mich ist das da... Das ist, violette Ding da... kein gutes Symbol. Ich habe es aber schon wieder verdrängt, was es bedeutet. So, jetzt bin ich hier genug rumgeehrt. Jetzt suchen wir uns mal wieder eine Aufgabe. Alte Freunde, neue Feinde. Mit Nyralim treffen, mit Alenzir sprechen, dann ist das wohl doch... Naja, das ist ja hier die Schicksalsweber-Geschichte und das sind Blutgebein mit König Wenken reden. Wo ist das denn? Ich sehe hier keinen Kreis. Wo soll das sein, bitte? Müsste man doch hier so einen Ring haben. Wie sollen wir denn mit dem König reden? Schloss mit Schlüssel ist hier hinten. Da. Das ist mir zu weit. Wo ist das? Das ist hier. Guck mal, da haben wir hier einen Kuller. Ein Kuller. Tockhof. Splitterfelsen. Aha. Die Mission. Dann machen wir das erstmal, würde ich sagen. Kann ich da? Da kann ich keine Schnellreise hinmachen. Da kann ich eine Schnellreise hinmachen. Das mache ich doch glatt. So. Ich will aber nicht in die Höhle. Ich will nicht in die Höhle. Ich muss jetzt, glaube ich, mal auf Ortskarte umschalten. Das ist aber hinter mir. Muss ich da durch die Splitterfelsenhöhle? Aber das sieht so aus, ne? Wir gehen mal die Splitterfelstiefen durch. Nee. Stopp. Das wäre verkehrt. Und zwar total. Ich soll ja gleich wieder zum Ausgang. Ich hätte mal... Wo ist denn das? Da ist noch eine Aufgabe. Ich denke mal, ich muss... hier lang und dann diesen Weg lang gehen. Das tun wir mal. Da muss ich halt wieder ein bisschen laufen. Das lässt sich nun mal nicht vermeiden. Bei diesem Spiel. Der steht da immer noch rum. Aber der hat keine Aufgabe mehr für uns. Kann ich jetzt gleich hier abbiegen? Ah, verkehrt. Ja. Komm. Und jetzt... hier lang. Laufen wir schön an den ganzen Feinden vorbei. Oh, es werde Licht. Ist eigentlich noch Sweet FX an? Ich weiß das gar nicht mehr. Wie ging das hin oder her? War das hier? Nein. War das mit Bildlauf? Ja, ist noch an. Jetzt ist mit, jetzt ist ohne. Gut, das wollte ich mal ausprobieren. Das hatte ich nämlich damals dafür installiert und eingerichtet. Sieht dann oft ein bisschen schicker aus, aber nicht immer. Für Fable 3 gab es auch, oder gibt es auch eine Sweet FX-Einstellung, aber was ist das hier eigentlich?
muss jetzt hier diesen Weg lang. Ich hoffe, das ist richtig. CD. Ich werde schon erwartet. Oh, ihr seid aber hübsch. Wenn ich zerbrochen werde, scheiße. Oh, oh. Hau ihn noch einmal. Wir sind ein bisschen langsamer hier. Plündern. Gold. Und was haben wir hier? Auch Gold. Die hatten sich so einen großen Ochsenvieh-Dingens gekrallt. Das scheint aber der richtige Weg zu sein. Ich gehe jetzt hier mal weiter. Komme ich hier so rüber? Ah, da sind solche. Und dann ganz schön viele. Ich habe mal gespeichert. Mal. Komm, die dicke Elfe! Das ist ein Sturm-Champion. Ein Mana-Trank. So. Und jetzt hier lang, würde ich sagen, ne? Sieht das gut aus? Ach, das war der Modus. So. Ja, das sieht gut aus. War da eigentlich noch was? Nö, ne? Gut. Dann sind wir ja schon gleich da, ne? Neuer Ort entdeckt. Kör Nyralem. Kehr, würde ich sagen. Das sieht doch gut aus. Da steht wer? Ein weiterer Sterblicher. Aber nicht wie die anderen. Ach, was? Ihr seid hier willkommen. Oh, danke. Nyralem hat euch... Ich bin hier willkommen. Ich muss aufpassen, dass ich hier keinen umrenne. Ah. Das Licht der Wahrheit wollt sie bringen. Singt der jetzt die ganze Zeit immer mit Musik? Im Ziel ein Heilmittel zu finden. Mit allen dort vereint. Die Maid von Windemeer ihr Feind. Sie stellte sich der bösen Maid. Kommt her, kleine Absonderlichkeit. Es ihre Stimme. Hebt euren bösen Zauber auf, sonst nimmt der Kampf nun seinen Lauf. War das der Baum? Ich bin eine kleine Absonderlichkeit. Oh. Interessant. Da soll ich hin. Der Sonderbare sucht einen Weg zu den Feien, hat jedoch stattdessen zu den Ästen des Weltenbaumes gefunden. Ruht euch aus, Schnelllebiger, damit ich euch betrachten kann. Mhm. Was seid ihr? Seht euch um. Alles, was ihr sehen könnt, bin ich. Meine Wurzeln erstrecken sich über ganz Dalentart. Und meine Blätter lauschen den Winden, die von überall zu uns wehen. Von der Eisbruchküste bis nach Alabastra. Aha. Meine Familie und ich umschließen diese Welt. Wir waren noch Schößlinge, als eure Art aus dem Dunkel trat. Und wir werden mit euch wachsen, bis diese Welt erneut brennt. Aha. Ich muss den Hochkönig sprechen.
Meine Wurzeln erstrecken sich tief und weit. Entschuldigung. Und ich habe gehört, was euch hierher führt. Ich kann jedoch nicht sehen, welchen Weg ihr von nun an einschlagen werdet. Die Zeit der Feien läuft ab. Ich muss sie in ihrer Dämmerung behüten und sie vor der Verdorbenheit beschützen, die ihre Art im Osten befällt. Im Osten? Ich habe einen Kodex für den König. Ich kenne eure Wünsche, aber die Jäger kreisen Üse ein und ich kann niemandem gestatten, es zu betreten. Üsas Ende, begraben unter Prismärklingen, steht schon seit jeher fest. Ich kann die Flut nur zurückhalten. Ihr hingegen, ihr könntet die Gezeiten möglicherweise ändern. Aha. Wo auch immer ihr hingeht, kennzeichnet ihr alles durch eure Berührung. Bevor ich euch helfe, muss ich eines wissen. Werdet ihr ein behutsamer Gärtner sein? Oder ein achtloser Schnitter. Jetzt kann ich mich wieder entscheiden. Was braucht ihr? Wie alle Schnelllebigen seid ihr begierig darauf zu handeln. Ich jedoch möchte sehen, wie ihr vorgeht. Ein Stamm von Trollen wurde durch den Prismär verdorben. Ihre Matriarchin, Gnarsch, hat die Clans vereint und damit den ersten Schritt auf dem Weg zu Dalentars Untergang gemacht. Ihr könnt dieses Schicksal verändern, doch mit welchem Ergebnis? Ihr könntet dadurch eine noch größere Gefahr heraufbeschwören. Wie eure Verbündete, Alun Shir. Was wisst ihr über sie? Sie beschreitet einen dunklen, verworrenen Pfad. Einen Pfad, den ihr einst vor eurem Tod gemeinsam mit ihr beschritten habt. Aha. Doch euer Weg ist allein der eure. Vernichtet Gnarsch, beseitigt die Verdorbenheit des Prismär. Mach ich. Dann werde ich erkennen, wer ihr seid. Wenn auch nicht, zu wem ihr letztlich werdet. Ihr findet die Trollmatriarchin und ihre Brut in Haxi. Ihre Verdorbenheit verbrennt meine Wurzeln und bedroht unsere Zukunft. Guck mal, was da ist, ein kleines Vieh da oben. Guckt euch das mal an. Das guckt, das sieht ja putzig aus. Und zwar jetzt zwischen meiner Schulter und diesem glühenden grünen Ball. Da guckt, da ist so ein kleines. Ist er das? Na gut, Ade. Geht eures Weges. Da oben, da ist es. Und achtet auf eure Verbündete. So, wir sollen Gnarsch besiegen. Das ist ja schön. Das machen wir auch in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.